Hallo, wir sind Leonie und Olivia von Moritz TV und wir zeigen euch heute, wie man süße Spezialitäten aus unserer Heimat zubereiten kann. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und Zuschauen. Unser Kameramann Stefan, der kommt aus Schleswig-Holstein und wollte unbedingt, dass wir die Friesentorte vorstellen. Da er ja aber hinter der Kamera stehen muss, probieren wir uns mal daran, obwohl wir sie nie gegessen haben, geschweige denn gebacken. Ja. Ihr braucht 400 Gramm Schlagsahne, dann braucht ihr 450 Gramm Blätterteig, der kann auch tiefgefroren sein, dann braucht ihr 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen Sahnesteif, 250 Gramm Pflaumenmus und etwas Mehl für die Arbeitsfläche. Wir haben jetzt so frischen Blätterteig, das heißt, unser Blätterteig hat schon die Maße, die wir haben wollen. Und nehmen wir einfach einen Tortenring oder den Ring von der Springform und drücken den rein und einen Kreis aus. Genau, wenn ihr jetzt tiefgefrorenen Blätterteig habt, dann lasst ihn erst auftauen und dann rollt ihn einfach so aus, dass es am Ende passend ist. Das ist unsere erste Runde und das machen wir jetzt einfach nochmal. Jetzt habt ihr eure fertigen Böden und wenn ihr auch so tollen frischen Blätterteig habt, dann könnt ihr einfach dieses Backpapier, was hier mit dabei ist, benutzen. Ansonsten packt einfach Backpapier auf euer Blech und dann werden beide Böden gebacken für 12 bis 15 Minuten. Und auf den einen von den beiden Böden macht ihr dann noch ein bisschen Zucker drauf. Das wird am Ende der obere. Mixt man einfach den Vanillezucker und den Sahnesteif in einer Schüssel. Ja, und dann schlägt man diese an. Genau. Unsere Böden sind jetzt beide fertig. Das ist unser Oberboden mit dem Zucker drauf und den schneidet ihr jetzt einfach in 12 Stück raus. Naja, wir haben das jetzt mal in 8 Stücke geschnitten. Ich glaube, es reicht auch bei der Größe. Mal schauen, je nachdem, wie groß ihr eure Stücken wollt. Ja. Und jetzt lassen wir das ein bisschen abkühlen. Genau. So, ich glaube, jetzt wird geschichtet. Ja, genau. Wir haben jetzt hier unsere beiden ausgekühlten Tortenböden. Mit dem Pflaumenmus fangen wir an, dann kommt die Sahne drauf und dann kommen noch die zurechtgeschnittenen Stückchen oben drauf. Okay. Gut, dann kommen wir zur Sahne. Die Sahne kann man, wenn man das hat, mit einem Spritzbeutel darauf verteilen. Wir haben das jetzt gerade nicht. Ja. Und probieren das mal so. Es gibt die Version auch als dreistöckige Torte. Das machen wir nicht. Wie ihr wisst, wir haben nur 2 Böden gemacht. Also bei uns kommen jetzt direkt kommt der Deckel sozusagen. Ja, das ist die Friesentorte. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich hoffe, sie sieht so aus, wie sie aussehen soll. Naja, dafür, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, denke ich, das ist echt ein gutes Ergebnis. Guten Appetit. Sorry. Ich habe leider rutschige Hände. Ja, ich auch.